Hallo und willkommen bei der Steinezeit. Im heutigen Video geht es an der Landschaft weiter. Ich möchte hier die Ecke schließen, damit dann hier unten auch der Berg soweit fertig wird. Wir machen das Tunnelportal, wir machen hier unten den Gleisunterbau weiter und ich habe auch schon ein wenig was vorbereitet. Und zwar die Einfahrt für das Tunnelportal oder für den Tunnel. Ja, es hat ein bisschen gedauert, ein bisschen rumprobiert, ist für mich auch eine völlig neue Bautechnik, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Hinten das Ganze mit Steinen fixiert, Bögen oben drauf. Und dann habe ich mir eben gedacht, das Ganze mal so aufzubauen, dass die Noppen nach vorne weggehen. Da kommen dann überall noch Fliesen drauf, machen wir noch ein schönes Muster hin. Es ist auch bewusst in der Farbe Tan von mir gewählt worden, weil ich auch mal was anderes wie hellgrau haben möchte. Wir haben ja hier hinten am Berg die ganzen Einfahrten auch in hellgrau gestaltet und deshalb denke ich, ist mal in der Farbe Tan eine Abwechslung drin. Ja, das Ganze ist aufgebaut jetzt mit Hinges, die ich hier drin habe, um auch ein bisschen den Bogen schön reinzubekommen. Dann ist es hier hinten fixiert. Von den Abständen her, da sind jetzt Steine drin mit Noppen an der Seite. Dazwischen sind immer zwei Plates und dann passt das auch von den Abständen. Ich denke, man sieht es ganz gut hier, wie das aufgebaut ist. Und dann kann man vorne drauf die Plates setzen, kann das Ganze auch schön ausgestalten. Und die Lücken, die werden dann geschlossen. Ich werde dann 2x4 Fliesen hier drauf setzen. Und das Ganze bauen wir natürlich dann hier entsprechend ein. Ja, ich mache weiter mit den nächsten Baufortschritten und dann bin ich wieder bei euch und zeige euch das. So, das Tunnelportal ist jetzt eingebaut. Jetzt zeige ich es euch erstmal von hinten das Ganze. Da habe ich jetzt Gleisunterbau drunter gemacht. Ich habe mit der Innenwand vom Tunnel begonnen. Ich habe hier außen begonnen. Da kommt dann wieder die Säule hin. Die alte Säule liegt momentan noch oben drauf. Und von vorne schaut das Ganze so aus. Das Tunnelportal ist jetzt auch schon gefliest. Ich habe hier vorne auch so einen Eckfeldstein, so ein Eckelement, so eins wieder oben ist hingebaut. Und dann müssen wir jetzt das Ganze hier nur noch integrieren. Und so schaut das Ganze von vorne aus. Ja, ich mache jetzt weiter hier unten mit dem Gleisunterbau. Und da bin ich jetzt ein bisschen am Überlegen, wie ich das weiter gestalte, weil ich habe die Ballastplates nicht da. Ob ich das jetzt nur professorisch mit Plates auslege, die R40-Schienen und später mal austausche, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall geht es hier erstmal weiter mit dem Gleisunterbau. Die Schienen sind eingebaut und ich habe jetzt hier auch den Unterbau gemacht mit Fliesen unten drunter und ich habe jetzt probiert, die Lücken zu schließen. Das ist jetzt nicht so ganz perfekt, da gibt es Leute, die machen das wesentlich besser. Ich habe aber auch nicht mehr Energie investiert, weil ich trotz alledem mich dazu entschlossen habe, wieder Ballastplates drunter zu setzen, weil das gefällt mir doch viel besser, wie wenn man das selbst mit Plates ausbaut. Ist jetzt nicht so ideal, denke ich. Es gibt einige, die können das ganz gut. Ich hätte mir auch ein Video dazu anschauen können, aber wie gesagt, ich gehe lieber wieder auf Ballastplates, da ich die fast überall oder überall auf der Anlage hier verwendet habe bei dem Ganzen. Der Berg wächst so langsam. Ich habe jetzt die Lücken geschlossen, das Portal ist schön eingefügt. Mal gucken, ob ich das mit der Kamera auch halbwegs hinkriege. Es ist recht schwierig, das Ganze hier einzufangen. Es ist alles doch recht eng. Der Rücken tut auch schon ein bisschen weh, weil ich mich recht krumm hier hinsetze. Aber die Lücken sind geschlossen und es wird ganz gut. Hier haben wir schon einen schönen Abschluss drin zum Berg, zu der Platte. Das Tunnelportal ist schön eingefügt. Jetzt fehlt nur noch oben drauf, dass wir eine schöne Brüstung noch hinsetzen zum Tunnelportal. Dann brauchen wir hier hinten noch einen schönen Abschluss, damit wir dann auch die Lücke zu den Felsen hier drüben schließen können. Die Felsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Ich habe jetzt oben noch den Rand fertig gebaut. Ich habe hier hinten dann noch Felselemente hingestellt, drei Stück, und hier haben wir eine gerade Wand, einen geraden Abschluss, so dass ich das Brett jederzeit auch rausnehmen kann. Das ist
so geplant und macht auch Sinn, denke ich, wenn mal irgendwelche Änderungen kommen sollten zur Seite oder wenn mal was umgebaut wird. Die Brüstung obendran ist mittlerweile auch fertig und dann ist auch hier der Felsabschluss auf der linken Seite fertig geworden. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch verhübschen, Grünzeug, Noppen abdecken mit Slopes. Wir sind beim finalen Stand für die heutige Folge und ich mache es spannend. Wir haben jetzt hier die ganze Ecke fertig. Ich fange jetzt mal hier auf der Seite an. Wir haben hier begonnen, die Felswand schön auszuschmücken, das Ganze auch zu begrünen, Gleisunterbau zu machen. Dann haben wir hier das erste große Tunnelportal gebaut und dann ging es heute weiter, das Ganze fertig zu machen. Und damit wäre jetzt die Ecke hier erstmal abgeschlossen. Und wir haben den sauberen Schnitt und den sauberen Stand. Es ist alles begrünt, es ist verhübschert. Die ganze Fläche hier unten ist schön ausgerichtet. Es fehlen natürlich jetzt noch die Eisenbahnschwellen. Die kommen dann demnächst auch mit dazu, wenn wir dann weiter Gleisunterbau machen. Die Brüstung ist dran, die Slopes sind alle verdeckt, halt sind drauf und die Noppen sind alle verdeckt. Wir haben hier oben den Übergang, wie vorhin schon gezeigt, das ist dann ein sauberer Abschluss, damit ich dann oben auch entsprechend wieder mit Plates weiterbauen kann. Und ich habe natürlich auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Die Diesellok habe ich hier hingestellt. Oh, noch fahren wir mal und schauen uns mal das Ganze hier an. Ich fahre jetzt extra nicht so schnell, damit wir das Ganze auch ein bisschen genießen können. So, und dann geht es hier rein in den ersten Tunnel. So, und dann kommt hier die Lok wieder raus mit dem Zug. Und schon sind wir bei der Zugfahrt für heute angelangt. Wir fahren rein in den schönen U-Bahnhof, lassen den Zug hier drin mal anhalten und schauen uns mal hier die Bilder an, wie das ausschaut, wenn er hier unten drin steht. Ist immer noch klasse gebaut und ihr wisst ja, die ersten Module sind bei Webrig erhältlich. Mittlerweile auch das Eingangsmodul und das Ausfahrtmodul hier auf der anderen Seite. So, fahren wir weiter, lassen den Zug wieder starten. Und dann schauen wir uns mal an, wie er hier aus dem Tunnel rausfährt. Ich habe heute mal nicht so viele Waggons an den Zug rangehängt. Bis er im Berg rauf fährt, können wir hier noch mal schauen. Demnächst wird es dann auch hier weitergehen am Bahnhof, den Bahnsteig hier hinten fertig bauen. Die USB-Kabel sind angekommen, das heißt, wir können auch oben die Beleuchtungssache weitermachen. Oh, dann müssen wir hier noch eine Weiche stellen. Tja, heute schauen wir uns das Ganze mal aus anderen Perspektiven an. Wir lassen den Zug mal schön in den Bahnhof reinfahren und schauen uns das an, wie er hier anhält. So, da steht er dann. Der Emerald steht auch hier schon startbereit. Und dann würde ich sagen, wir lassen jetzt den Dieselzug stehen und fahren einfach mal mit dem Emerald weiter. Und schauen uns an, wie er schön in den Tunnel reinfährt. So, und da kommt er rausgefahren, unser Emerald. So, und da kommt er angefahren, unser Emerald. Langsam und gemütlich. Und rein in den neuen Bahnhof oder in den kleinen roten Bahnhof. Ja. Und auch hier erstmal ein Halt zum An- Ein- und Aussteigen.
Und mit dem Blick auf die obere Stadt gehen wir nochmal in den Bahnhof rein und fahren hier mit unserer Diesellok nochmal weiter. So, da kommt sie angefahren. Ist auch eher heute gemütlich unterwegs. Und auch mit der Lok fahren wir rein in den Bahnhof. Die hat aber heute keinen Halt hier an dem Bahnhof. Der Zug fährt durch. So. Und dann sind wir wieder auf unserer Zugstrecke hier. Die Diesellok kriegt jetzt wieder hier im U-Bahnhof den nächsten Halt. Ja, wir fahren noch mal rum in den Hauptbahnhof und dann soll es das für heute gewesen sein. Schauen wir es uns noch mal aus anderer Perspektive an. So, die Zugfahrt heute mal ein bisschen anders. Ein paar Bilder von der Stadt mit dazu, vom Bahnhof. Ich hoffe, das hat euch gefallen bis jetzt, so wie es jetzt war. Ich muss mal hier noch eine Weiche stellen. Und jetzt lassen wir den Zug wieder in den Bahnhof reinfahren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Teilnahme. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr die Links benutzt, vielleicht eine Kanalmitgliedschaft. Wir werden demnächst weiterbauen. Es gibt viel zu tun. Hier hinten möchte ich die Felswand fertigstellen. Ich habe hier schon ein bisschen probiert mit einem Mauerelement. Das wird kommen. Wie gesagt, wir können hier oben an der Stadt weitermachen. Die USB-Kabel sind da, Beleuchtung ist da, dann können wir hier die Brüstung weitermachen, den Bahnhof gar fertigstellen. Es wird viel passieren in den nächsten Wochen, also bleibt dran.